Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Wir starten heute in der Hashtag 030 Kitchen. Das hat nämlich den Vorteil, draußen regnet es momentan in Strömen und ich wollte nicht ganz nass werden. Außerdem glaube ich, dass wir dieses Video erst morgen zu Ende bringen, aber wir lassen uns überraschen. Freunde, es ist wieder Zeit für Unboxing. Ich habe Post bekommen, der nette Postbote war heute da und hat mir mein Paket gebracht. Auf das warte ich schon eine ganze Weile eigentlich. Guck mal, das Paket ist von Action Labs. Der ein oder andere von euch weiß jetzt, worum es geht. Für die, die es nicht wissen, da drinnen ist mein neues Thermometer. Der Meterblock. Und den packen wir jetzt zusammen aus. Freunde, ich habe wieder eine ganze Weile mit Saskia diskutieren müssen darüber, dass ich ein neues Thermometer haben möchte und ja eins brauche. Ne? Also ich brauche ein neues Thermometer. Ich war ja immer ganz zufrieden mit dem Maverick. Das benutzen wir auch gerne für Longjobs. Das Problem waren immer die Kabel. Kabellos ist quasi nur mein Einstechthermometer, aber dafür muss ich auch immer am Grill dran sein und reinpieken. Ich wollte was haben, was auf die Entfernung und ohne Kabel funktioniert. Ja, und da kam mir der Meter in den Sinn. Ne? Meter, kabelloses Funkthermometer, soll geil sein. Habe ich bestellt, hier ist es, also hoffentlich drin. Wir packen jetzt mal aus, ne? Also erstmal aufreißen. Ich bin genauso frisch wie ihr, Freunde. Ja? Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. So, Meter-Mate, Meter.com, ein bisschen Werbung und ein schönes Schächtelchen im Schächtelchen. Da kann man schon mal sehen, was uns erwartet. Ja? Da ist so eine Einstechnadel oder so ein Thermometer. So, die ist ein bisschen verklebt. Machen wir mit den Fingernägelchen. Wa? Wir haben hier hinten Setup, Batteries und... okay. Also ich muss 8 Stunden laden. Das heißt, wie schon erwartet, wird das erst morgen was werden. Aber wir gucken da trotzdem mal rein. Das schütteln wir mal raus und zack! Da ist er. Geil. Anleitung. Ihr wisst ja, was ich für ein Freund von Anleitung bin. Und hier ist er. Der Meterblock. Den holen wir jetzt hier mal raus. In voller Pracht, Freunde. Auch schön. Schön, oder? Das ist hier ja, Bambus. Bambus Optik. Sieht auf jeden Fall schon mal geil aus. Hier hinten ist der Fuß. Den klappen wir zurück. Und so kann das Ding dann stehen. Ihr seht, 4 Thermometer. 1, 2, 3, 4. Die hole ich mal da runter. Ja. Oder wenigstens eins. Ah, guck mal. Also, schöne Geschichte. Das sind also die einzelnen Fleischnägel quasi. Die werden dann nur noch reingesteckt und ich habe keine Kabellage mehr, kein Nix mehr. Kein Gedrehe, kein Deckel auf und zu gemacht. Also das gefällt mir schon mal sehr gut. Wir müssen jetzt mal weiter gucken, was ist denn hier noch dran. Zack, 1, 2, 3, 4 steht drauf. Ja. Ah, okay. Also wir ersetzen jetzt quasi gleich mal dieses Plastikgelumpe gegen so ein wunderschönes, formschönes Metallschild von 1 bis 4 nummeriert. Diese Nägel sind auch, guck mal, Nummer 4, kann die Kamera das sehen, sind auch nummeriert, damit man es dann später auf dem Display auch ablesen kann oder auf der App auf dem Handy. Aber wir brauchen erstmal Strom. Also nochmal reingestellt hier. Zack. Auf der Rückseite hier habe ich gerade gesehen, einmal Micro-USB. Damit kann man es wohl auch laden und würde dann die Akkus aushebeln. Ist dann aber wieder mit Kabel. Kabel ist auch nicht dabei, Stecker ist auch nicht dabei. Aber zum Laden macht das sicherlich auch Sinn. Aber wir probieren es jetzt erstmal über die Batterien. Die sollten hier hinten reinkommen. Ah, sind sogar schon drin. Müssen wir nur noch aktivieren. 4 ganz normale AAs. Die sind hier gesichert mit so einem Plättchen. Und dann Deckel wieder rauf. Oh, hat Piep gemacht, habt ihr gehört. Und jetzt müsste auch schon was passieren. Es leuchtet rot. Oh, hat man ganz kurz gesehen. Jetzt möchte er wissen, ob ich Celsius oder Fahrenheit. Bestätige ich Celsius? Ja. Turn me off to charge. Was? Props before use. Okay, also ich soll es ausmachen. Und jetzt müssen wir 8 Stunden warten. Ja, Freunde, das sind jetzt einige Pilsetten. 8 Stunden. Ich werde wohl auch noch schlafen zwischendurch. Ich glaube, wir sehen uns morgen. Bis dann. Zack, Zeitsprung, Freunde. Es sind 8 Stunden vergangen. Ja, nee, das ist gelogen. Es sind schon mindestens 15 Stunden vergangen. Es ist der Tag danach. Also, unser Meterblock hat ordentlich geladen, hatte Zeit. Der Hersteller sagt, ich habe jetzt mal ein bisschen gelesen, wenn das Ding 8 Stunden lang lädt, also wenn die Fühler 8 Stunden lang laden, dann halten die 24 Stunden. Das heißt, auch für Longjobs und so ist es kein Problem. Die sollten dann voll sein. Alles schön. Ich habe die App installiert in der Zwischenzeit. Ich habe das schon einmal gekoppelt. Ich habe herausgefunden, Freunde, dass die Dinger hier unten geladen werden. Also über die Plattform unten laden die sich quasi.
Das ganze Ding ist jetzt WLAN und Bluetooth in einem quasi. Also die Fühler sind mit dem Mieterblock verbunden via Bluetooth und der Mieterblock an sich ist in unserem WLAN-Netzwerk drin. Also ich kann mit meinem Handy auf das WLAN zugreifen, auf den Mieterblock, der greift auf die Thermometer zu, alles safe. Wie weit es denn geht, weiß ich nicht. So weit wie unser WLAN geht dann vermutlich. Ne? Wir machen den jetzt einfach mal an. Also, wir gehen zuerst in die App. Die sagt mir jetzt an, sie haben zurzeit keine gekoppelten Thermometer. Könnt ihr das lesen? Jetzt schauen wir mal, was passiert. Wir machen den jetzt mal an. Roter Punkt leuchtet. Ich muss selber gucken, Freunde. So, er sagt Mieter. Der fragt mich jetzt, use Wi-Fi oder Standalone? Standalone würde heißen, ihr nehmt nur dieses Gerät und ihr lest eure quasi Temperaturen auf dem kleinen Display hier ab. Ist ein bisschen fuddelig. Mit der App ist es sicherlich ein bisschen besser. Also, wir usen mal Wi-Fi. Bestätigen. Okay. Jetzt in die Mieter-App gehen. Und gucken, ob er sich verbindet. Software-Update notwendig. Das ist ja praktisch. Okay, installieren. Ach, Freunde, wenn man es mal schnell machen will, wa? Also kurz updaten. Sollte gleich fertig sein, ne? Wir warten bitte. Ah, oh, wir sind fertig. Freunde, wir haben es geschafft. Er fragt wieder. Das waren jetzt gefühlte 5 Minuten. Ja, 5 Minuten Update kann man mal machen. Also er fragt wieder, use Wi-Fi oder Standalone? Use Wi-Fi. Und Telefon ist mal wieder aus. Nee, zack. Und da ist er. Könnt ihr das sehen? 1, 2, 3 und 4, alle ready. Mit Bluetooth-Zeichen, mit WLAN-Zeichen oben drin, mit Wölkchen und mit Pfeilekin. Sollte also alles funktionieren. Zack. Meine verbinden. Und wenn alles steht, guckt euch das mal an, dann zeigt er euch das so an auf der App. Also jedes Thermometer ist erfasst. Nummer 1 und Nummer 4 haben gerade 30 Grad, Nummer 2 und Nummer 3 haben 29 Grad, also sehr dicht zusammen. Liegt sicherlich daran, welches jetzt gerade mehr in der Sonne gestanden hat. Sollte aber funktionieren, das gefällt mir schon mal ganz gut. Wir haben hier Möglichkeiten, das einzustellen. Ihr habt an jedem Fühler 2 Temperaturbereiche. Warte mal, ich hole euch mal hier einen raus. Deswegen auch diese Einkerbung, ich weiß nicht, ob man die sieht. Ihr müsst ins Fleisch immer bis zur Einkerbung einstechen, weil hier das empfindlichere Thermometer drin ist und das würde kaputt gehen bei hohen Temperaturen. Dementsprechend immer bis zur Markierung einstechen, dann habt ihr hier einen Fühler drin und ihr habt hier einen Fühler drin. Das heißt, jedes Thermometer misst die Innenfleischtemperatur und die Garraumtemperatur gleichzeitig. Dementsprechend habt ihr hier auch die Möglichkeit, dass diese App euch eine Zeit ermittelt, in der der Garvorgang abgeschlossen werden soll. Das wird dann quasi so berechnet, dass sie misst, wie die Kerntemperatur des Fleisches ist und die Außentemperatur und das dann irgendwann zusammenfügt und euch ein gutes Zeitmanagement vorgeben soll, wann euer Fleisch fertig ist. Ob das funktioniert, werden wir sehen. Also gucken wir, was wir noch kurz einstellen können. Wir werden das jetzt hier nicht komplett durchspielen, das ist eine kurze Vorstellung und ihr werdet im Laufe der nächsten Videos sicherlich sehen, wie ich das Ding öfter mal benutze. Also, wir gehen jetzt mal auf Mieter Nummer 1, also auf Thermometer Nummer 1. Zack. Jetzt habt ihr hier innen Zielvorgabe und Außentemperatur. Wie mache ich das jetzt? Gehe ich auf Ziel? Ah, und dann kann ich mich entscheiden. Ich habe, Freunde, zum Test heute nicht mehr das Fleisch, was ich eigentlich gestern benutzen wollte. Ich habe einen kleinen Braten gestern noch geschoben. Den haben wir heute leider nicht mehr. Ich habe aber noch ein wunderschönes Tomahawk vom Hof am Meer gefunden. Das werde ich gleich nehmen. Also nehmen wir Rindfleisch. Zack, Rindfleisch antippen. Jetzt fragt er Lende, Ribeye, Flank, T-Bone, Tomahawk, Filet Mignon, Rumpsteak. Wir nehmen Tomahawk. So, und jetzt fragt er auch nach den Garstufen. Rare, Medium, Medium Well oder Well Done. Das untere können wir ja mal ganz, ganz schnell streichen. Was denn? Nicht für mich. Nicht für Saskia streichen. Okay, doch streichen. So, wir entscheiden uns jetzt hier für, ich würde sagen Rare, 50 bis 54 Grad. Gibt da an auf 52 Grad und wir sagen beginnen. Ja, ich lese noch mal schnell. Einführen Ihres Mieters. Einführen Ihres Mieters. Ja, gut. Führen Sie das Mieterthermometer in die dickste Stelle des Fleisches ein. Wenn möglich, stellen Sie sicher, dass der Anteil des bis zum Fall
Generell kann ich sagen, diese ganze Anleitung, auch das Installieren von der App, ist total einfach und selbsterklärend. Das haben sie echt schön gemacht. Also man kann hier nicht viel falsch machen. Ich würde sagen, das läuft, wir holen mal das Fleisch. Zack, Fleisch ist da. Guckt euch das an, Freunde. Ja? Ein wunderschönes Tomahawk, bestellt beim Hofermeer. Nicht vergessen, Freunde, ne? Mit dem Gutscheincode 030BBQ 15% Rabatt auf eure Bestellung. Also Gutscheincodes unten in der Box abchecken. Für Fleisch, für Gewürze, für meine Shirts, alles unten drin. Aber es geht ja heute um das Thermometer, dafür gibt es übrigens keinen Gutscheincode. Ich habe gerade gesehen, dass diese Dinger hier, die ich euch gestern schon gezeigt habe, die sind quasi der Ersatz für diese kleinen Attention-Läppchen. Steckt da hier ran, habt da gleich die 1, seht da ein bisschen besser als da unten. Sehr, sehr schön. So, Mieterthermometer. Wir haben jetzt hier natürlich einen Knochen. An dem dürfen wir nicht sein, weil der wird immer heißer als alles andere. Das heißt, wir versuchen vom Knochen wegzugehen und stecken jetzt mal unser Mieter mittig in diesen Okolyten hier rein. Ah, wartet. Und zwar bis zum Fähnchen quasi. Das erinnert mich ein bisschen an... Da gab es doch mal so ein Spiel früher, so ein Brettspiel mit so Fähnchen. Wie hieß denn das? Schreibt mal unten in die Box. Also, Thermometer ist drinne. Das geht jetzt auf den Grill. Zack. Einfach oben rauf, indirekt. Der Boy King läuft schon. Ich habe gleichzeitig noch meinen Maverick. Wir haben jetzt hier gerade am Grill, also auf der Grillfläche 71 Grad. Wir gucken mal, wo wir da mal hingehen. Und vergleichen die Geschichten gleich. Ich will so bei 110, 120 Grad enden, um dann zu gucken, dass wir auf Kerntemperatur kommen. Mal schauen. Und blöde wie ich bin, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass ich das ja rückwärts grillen möchte. Das heißt, ich gehe erstmal auf Kerntemperatur und baller's mir dann von beiden Seiten hart an. Deswegen müssen wir ein bisschen runterfahren mit der Temperatur. Ich würde sagen, wir stellen jetzt mal 49 Grad Kern ein. Da möchte ich es dann nämlich runterholen und anbraten. Beginnen. Zack. Und los geht's. 8 Grad innen, also Kerntemperatur momentan, 49 Grad Zieltemperatur, 89 Grad Grilltemperatur. Das messen wir mal quer mit dem anderen Thermometer. Ah, kommt ungefähr hin, würde ich sagen. Wir lassen uns mal überraschen, abwarten. Während wir darauf warten, dass die Magie passiert quasi, man kann sich jetzt ein bisschen drüber streiten. Der Nachteil an diesem Mieterblock, den ich schon erkannt habe, ist ja, wartet, dass die Nadeln relativ dick sind. Das heißt, wenn er die jetzt in ein wunderschönes Steak reinkloppt, wie mein Tomahawk, dann hinterlässt er natürlich ein Loch. Ja, ist jetzt nicht schlimm, weil das Loch schmeckt man überhaupt nicht. Von der Optik her könnte es eventuell nicht ganz so schön sein für den einen oder anderen. Darüber muss man natürlich stehen. So, die Dinger sind sicherlich perfekt für alle Longjobs, gerade für alle Jobs mit der Rotisserie, wo sich irgendwas dreht, weil es verheddert sich halt kein Kabel. Ne? Das ist ja der Vorteil an diesen Dingern. Und ich finde es jetzt schon mal geil. Ich war ja mal ein großer Freund von meinem Maverick, hat mir super Dienste geleistet, aber ich würde mich freuen, wenn der Mieter das Maverick jetzt mal ablöst. Ne? Ansonsten werde ich nochmal mein Einstechthermometer gleich holen, um da auch nochmal einen Querwert zu haben, damit wir auch wirklich sehen, ob das Zeug was kann. Okay, wir haben jetzt immer noch 8 Grad Kern, 125 außen, das ist ein guter Ansatz, glaube ich, und wir warten jetzt einfach mal ab, was da jetzt noch passiert. Und ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen gestöbert. Man kann natürlich noch ganz, ganz viele Sachen einstellen und ein bisschen spielen. Ganz viele Möglichkeiten, die deutlich meinen Horizont überschreiten. Also man wird hier gewarnt vor Ablauf, bei Überschreitung der Garzeit, bei Überschreitung der Temperatur. Man kann hier alles Mögliche einstellen. Dazu sicherlich in einem anderen Video. Aber für heute reicht uns das erstmal. Wir sind innen bei 10, außen bei 129. Garzeit wird geschätzt momentan auf 5 Stunden 51. Das braucht noch einen kleinen Moment, bis sich das tatsächlich eingependelt hat, weil 5 Stunden werden wir nicht brauchen. Aber ich würde sagen, wir sehen uns ein bisschen später. Ah, zack, Viertelstunde später. Guckt mal, könnt ihr das sehen? Der hat sich ein bisschen eingeschossen jetzt. Also er sagt, verbleibende Zeit 26 Minuten. Innenkerntemperatur momentan 31 Grad und 100 Grad auf dem Grill. Jetzt könnt ihr ja mal gucken. Also das Thermometer steckt hinten drinnen. Mein Maverick ist jetzt hier, da zeigt der Fühler allerdings 104 Grad an, also 4 Grad Unterschied. Keine Ahnung, welches da jetzt genauer läuft. Ich werde es gleich nochmal mit dem Einsteckthermometer nachprüfen, wie der Kern ist. Aber eigentlich sieht alles sehr gut aus bis jetzt. Deckel zu, warten bis fertig ist. Und kurz vor Ende, er zeigt mir noch an, 8 Minuten, könnt ihr das sehen, 43 Kern. 105 Außentemperatur und mein Maverick zeigt mir an 106 Grad, also das ist so sehr, sehr nah aneinander. Wir sind mal gespannt, wenn das gleich fertig ist. Und jetzt wird's spannend, Freunde. Er zeigt an 4 Minuten und hat gerade angefangen zu piepen. Mal gucken, ob er nochmal kommt. Vorführeffekt.
Ah, da war's. Habt ihr das gehört? Er piept und warnt 45 Grad. Und da ging jetzt mal mein Einstechthermometer. Ne? Wir wollen ja mal gucken, ob das hier auch hinhaut, alles. Zack. Wartet, 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 wartet. Ah, 45,6 Grad, 0,7 Grad. 45,7. Haut hin. Und just in time, hat er gerade nochmal geklingelt, zeigt an, 47 Grad von der Hitze entfernen. Da geht es sicherlich dann darum, dass er durch die Ruhezeit, also man sollte ja das Fleisch dann auch nochmal ruhen lassen, dann auf die 49 Grad hochgeht. Wir halten uns aber einfach mal dran. Jetzt 48 Grad und wir nehmen den Freund einfach mal runter. Boah, geil. Boah. Zack, guckt euch das an. Sieht das geil aus? Ne? So stelle ich mir das vor. Den Bräuking zieht jetzt alle Brenner hoch. Noch mal kurz 2 Minuten warten auf volle Hitze und dann ballern wir das auf die Platte. Und ich habe jetzt das Klingeln bestätigt und er zeigt mir tatsächlich noch mal an, 7 Minuten ruhen lassen. Der weiß ja jetzt nicht, dass ich das rückwärts grille. So, also ist das alles völlig in Ordnung. Ich bin schwer begeistert. Also bis jetzt hat alles wundervoll funktioniert. Ich gehe davon aus, dass auch das Ergebnis perfekt sein wird. Aber das werden wir in... ich würde sagen, 5 Minuten sehen. Ja, ich gebe zu, ich bin ein bisschen durcheinander heute, aber es hat ja alles funktioniert. Ne? Also er zeigt 49 Grad an, das war sehr gut, das Ding kann also was. Jetzt ganz kurz, heiß, 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 heiß. Auf unsere Platte für eine schöne Kruste von beiden Seiten, circa 3 Minuten. Und dann stecke ich das Ding vielleicht nochmal rein, damit wir sehen, dass wir auch fertig geworden sind. Na, 2 Minuten und einmal umdrehen. Oh! Ist das schön? Ne? So soll das aussehen, Freunde. Und fertig, Freunde. Krass. Ein bisschen heiß geworden, deswegen. Oh. Oh. Guckt euch das an. Ne? Sieht das geil aus, Freunde? Sieht das geil aus? Ne? Kruste ist da. Zack. Oh. Oh. Was wir jetzt mal machen, das würde ich natürlich sonst nicht machen, aber wir ballern es einfach nochmal rein. Das Loch ist ja noch zu sehen. Und guck mal, ob er uns noch mal was anzeigt, weil jetzt müssen wir ja tatsächlich noch mal kurz ruhen. Ja, die App aufmachen. Jetzt gehen wir auf das, was wir wollen, nämlich die 54 Grad zum Essen. Zack. Zack. Und er zeigt uns 52 Grad. Das heißt, beim Ruhen müsste das jetzt eigentlich auch gleich fertig sein. Also ich bin wirklich schwer begeistert von dem Ding. Wir schneiden gleich noch an und dann guckt ihr euch das Ergebnis an. Psst. Guckt euch das Ergebnis auch noch an. Fertig. Also wenn das jetzt nicht perfekt ist, dann fresse ich eine Fliege. Nee, der Teufel frisst. Ich fresse. Auf jeden Fall fresse ich ein Steak. Freunde, ich ziehe das Ding jetzt raus. Und jetzt schneiden wir einfach mal an. Ne? Ich weiß, das war jetzt alles ein bisschen durcheinander. Aber wichtig ist ja letztendlich, dass das Ergebnis stimmt. Und dass das Thermometer funktioniert. Und wir dieses wunderschöne Fleisch auch essen können. Zack. Einmal. Und dann würde ich sagen, Ruhe jetzt. Ein klassischer Mittelschnitt entscheidet. Ja. Wir brauchen ein bisschen Contenance, ja, also ein bisschen Ruhe, ein bisschen Gelassenheit. Und jetzt gucken wir einfach da rein. Oh, also ich würde sagen, ja, Freunde, das ist eine Punktlandung. Ich schneide jetzt noch ein kleines Tranchlein ab zum Probieren für mich. Ne? Nee, machst du nicht. Achso, ja. Ich hab Saskia versprochen, dass wir heute endlich mal zusammen essen am Tisch und mit allem Schnickschnack. Ne? Also Freunde, nicht böse sein, das schmeckt auf jeden Fall. Da sind wir uns ja wohl zu 100% sicher. Mieter ist geil bis jetzt, werde ich weiter testen auf jeden Fall für euch. Wenn euch das kleine Video gefallen hat, ballert Kommentare über ein Like und ein Abo, würde mich freuen. Facebook ballern, Instagram ballern, das war Bobby, 030 Barbecue, ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill. Freunde, kurzer Nachtrag heute. Es war wirklich fantastisch. Ich hatte noch eine Kleinigkeit vergessen. Ich kann es jetzt auch nicht mehr aufrufen, aber man kann tatsächlich eine Statistik aufrufen, wo man die Temperaturverlaufskurve sieht im Garvorgang. Ist jetzt beim Steak nicht ganz so wichtig, aber bei so Sachen wie Pulled Pork, um sich die Plateauphasen mal anzugucken, macht das auch wirklich Sinn. Und für die Cracks, also Mieter, Daumen hoch. Ne? Bis zum nächsten Mal.